Achtung! Eine Brille. Brille in Strom schnell verloren. Wir haben gerade geguckt. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Tour. Oh Scheiße! Halt die Quelle! Okay. Einen wunderschönen guten Morgen. Morgen. Wir haben den 2. Januar und heute haben wir was ganz Besonderes geplant. Es ist nicht so kalt, also ich würde schätzen so 6, 7, 8 Grad. Wie ihr seht, befinden wir uns hier gerade am Bahnhof. Und zwar müssen wir jetzt auf 4 Stationen fahren, weil wir haben für das heutige Video ein Boot dabei. Und wir machen heute eine kleine Bootstour. 15 Kilometer auf einem kleinen Fluss mit recht krasser Fließgeschwindigkeit und Strömung und allem möglichen durch ganz viele kleine Dörfer. Mal gucken, ob wir es schaffen. Trocken. Was? Jetzt noch ein paar Meter bis zum Fluss laufen und dann wird das Boot aufgepumpt. Ja! Das Abenteuer beginnt. So, das Boot ist aufgepumpt. Jetzt geht's rein. Ich bin dran. So, hier ein Paddel zum Abstoßen. Damit sowas hier nicht passiert. Immer schön in der Mitte bleiben. Warte. Gut, oh Scheiße. Da vorne kommt schon das erste Hindernis. Wow, du kommst seitlich. Das war nicht gut. Hindernis. Völlig durch. Okay. Wenn du kannst, halt uns mal an einem Ast fest, damit wir kurz stehen oder so. Geht das? Okay. Ich muss den Mund dings ranmachen, weil dann kann ich besser filmen und halten gleichzeitig. Oh. Oh. Aber läuft doch bisher ganz geschmeidig und entspannt. Ja, das läuft. Am besten setzt du dich andersrum hin. Dann können wir uns angucken. Und dann siehst du, was hinter mir passiert und ich, was hinter dir passiert. Ach, ja, so ist auch entspannt, aber. Hinter dir kommt nach. Richtig chillig. Richtig cool, Alter. Buschig ein bisschen. Buschig ein bisschen. Ja, ist chillig auf jeden Fall. Und gleich kommt ein richtiger Busch. Boah, übelst der Haken hier. Pass auf den Haken auf. Überlebt. Ich könnte den ganzen Tag hier chillen. So kann ein neues Jahr starten. Naja, besser als gar kein Versuch. Boah, ey. Überall Scheiße. Oh oh. Wir brauchen die Pumpe. Der Bodennippel war offen. Hey. Hey. Wir pumpen. Ja, ja klar. Ja, bist du dumm? Er ist hart am Pumpen. Thank you.
Das war ein Move, Alter. Okay. Ja. Auch damals, als ich die 6 Tage auf der Elbe war, musste ich mehrmals am Tag Luft nachpumpen, weil die äußerste Schicht oder so ein bisschen Luft lässt. Aber ich hab nicht wahren können. Ich dachte, du siehst es. Hier ist Sehne. Was machen wir, wenn wir jetzt eine Leiche finden? Zwei Rufen. Weil ich schon wieder Sehne am Baum. Oh, da hängt er noch. Okay. Ja, geil. Ein Gratis-Spinner. Müssen wir nur aufpassen, dass er kein Loch ins Boot macht. Nicht noch eins. Boah, Stacheln. Wir uns sollten sinken. Wir haben eine Luftpumpe bei. Dass hier Leute angeln in dem Fluss, Alter. Schon krass. Oh. Hallo. Hallo. Ja, wissen wir. Hier hängt schon wieder was. Hier ist mal nur eine Fliege. Mach mal was. Alter, ist ja Gummifisch. Oh, hier ist gefährlich, Alter. Oh, oh, oh. Also hast du gehört, da kommt gleich ein Wehr. Mhm. Meinst du, wir müssen da kurz raustragen und rumlaufen? Vielleicht, muss mal gucken. Na, gucke. Geil. Läuft mit Angelködern. Aber was hier alles in den Bäumen hängt, war? Muss eine gute Stelle sein, aber hier verliert man zu viele Köder. Man hört es auch schon rauschen. Ja, das immer näher. Der Wasserfall ist incoming, Alter. Oh, ey. Okay. Jetzt darf man reinfahren. Wollen wir da den ranfahren? Ja. Wollen wir das schaffen? Sicher? Ich guck mal. Ja, die Frage ist, ist das jetzt möglich oder nicht? Also ist schon wirklich recht doll. Also meiner professionellen Meinung nach würde ich sagen, es könnte machbar sein. Gut, dann gehe ich erstmal pissen. So, wir haben uns jetzt entschieden, wir machen's. Aber vorher bringen wir Handys und alle Sachen, die irgendwie kaputt gehen könnten, ein paar hundert Meter weiter hinter die Strömung, stellen es da ab und sammeln das dann wieder ein, wenn wir da sind. Falls wir kentern, geht nichts kaputt. Hoffentlich, wenn wir nicht kentern, treffen wir die Stelle dann auch. Geht noch weiter. Ja, wollt ihr noch weiter? Ja. Gut. An sich wollen wir bis Ilberstedt. Dankeschön. Siehst du den Stein da? Der ist nicht gut. Nee. Sobald ich drin bin, sind wir in der Strömung. Okay, komm. Was du noch schlimmer hättest. Okay. Geht los, Alter. Auf los! Oh.
Ey, das war doch geisteskrank, Alter. Ey, hier ist... Unsere Sachen, wir dürfen die Sachen nicht vergessen. Oh ja. Ja. Ja? Guck. Das war wirklich geil, Alter. Ja. Ich hab einmal übel drin gesprochen. Ey, guck doch meine Hose. Ich bin so nass. Es ist, also jetzt wird's kalt. Aber so ist auch entspannt. Ja. Ich saß auch in der Strömung auf den Knien, weil ich dachte, wenn ich mit einem Stein voll auf dem Arsch lande, tut das so weh. Ja, ich hab mich extra ein Stück hochgedrückt. Ja, naja. Ich dachte, wir kommen voll auf den Stein. Ich dachte, wir haben keine Möglichkeit mehr. Aber es war echt nicht so schlimm wie gedacht, oder? Nee, hätte schlimmer sein können. Ja. Ey, ich hätte nicht gedacht, dass wir das überleben, aber das war ja mal. Übelst entspannt. Klacks, Junge, zack, runter. Selten was Leichteres gemacht. Ist so, Alter. Wenn wir jetzt noch ein paar coole Tiere finden, wäre auch krass. Coole Tiere? Ja, ein Biber oder? Ja. Dann greift er mich wieder an. Wie letztes Mal. Springt da einfach aus dem Wasser. Alter! Oh. Was machen wir denn da? Ich kann's dir nicht sagen. Ins Boot legen und runter durch. Ja, aber pass auf, dass es nicht kaputt geht, Alter. Warte mal, wie willst du denn da drunter durch? Das ist schwierig, glaube ich, ja. Wir müssen den wegschieben. Den hier? Ja. Nee? Ja, hier ist auf jeden Fall... undicht, aber da ist auch gepflegt. Das ist klar. Alles klar. Wir sind wieder an Bord. Ja, könnte mal wieder Action kommen, wa? Ja, ich hoffe, es fängt nicht an zu regnen, weil es sieht echt nicht gut aus. Du hast gesagt, bis 20 Uhr regnet es nicht. Sag mir mein Handy. Aua, 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 aua. Achtung, Stock. Aua. Ich hab dich gewarnt. Boah, Schokoladenfabrik, das riecht man auch. Hallo. Hallo. Richtige Schokoladenfabrik, ey. Chillig. Da völlig angebiebert. Der Baum fällt bald um. Nur bitte nicht jetzt. Dann sind wir wirklich im Bibergebiet. Fängt an zu regnen? Ja. Und oh ja, ich merke, es regnet. Man sieht es jetzt auch auf dem Wasser. Und jetzt kommt der ziemlich heftige Stromstellen hinter uns. Okay. Easy! Ah, ich bin schon wieder so nass. Aber hier sieht's ja mal geil aus. Guck dir die Wand an. Ja. Übelst hoch.
Übelst geil. Oh, übelst. Oh. Den muss die Baby. Ja, okay. 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 Easy. Es regnet so und ich bin so nass. Von unten und oben. Alter! Meine Brille. Alter, dein Ernst? Das war's. Okay. Das kann doch nicht sein. Was mach ich hier jetzt? Ich hab sie auch ganz kurz noch gespürt. Echt? Ja. Wie viel siehst du? Es geht. Ich sehe die Brücke und leichte Stromschnelle. Ja, es sind auch nur leichte. Aber... Wir sollten nicht quälen. Ja, was machen wir jetzt? Ich weiß es nicht. Wir müssen bis zum Auto. Ja, logisch. Ja, die Brille da suchen wir auch. Nee, die finden wir nie wieder. Ja, die. Musst du nochmal Optiker? Cool. Daran habe ich aber auch gar nicht gedacht. Ich auch überhaupt nicht, Alter. Da habe ich sie gestern schon vor dem Lochfall gerettet und jetzt verlässt du sie hier. Im Loch wüssten wir wenigstens, wo sie ist. Ja. Auch wenn wir niemals rankommen. Das ist mein ganzer Ärmel nass, alles nass hier. Aber wenigstens hast du jetzt einen Grund, dir eine neue Brille mal zu holen. Ja, Mann. Brille in Strom schnell verloren. Alter, das hat mich fast runtergerissen. Ich hätte fast ein Rückwärtssalto reingemacht. Alter. Sieht auch ziemlich lost aus. Ich seh's nicht. Kannst du auf dem Video angucken zu Hause. Scheiße. Langsam wird mir auch ein bisschen kalt. Ja. Wird Zeit für ein bisschen Action. Für mehr Adrenalin. Ja, Mann, warmes Adrenalin, was durch den Körper sprüht. Da hab ich Bock drauf. Ja. Langsam bin ich froh, wenn wir am Auto sind. Ja. Im Warm sitzen. Es ist schon ein wenig kalt jetzt. Ja. Aber ist halt auch der 2. Januar, wa? Ja. Wenn wir jetzt einen Biber sehen, sehe ich ihn nicht mal. Kannst du auf YouTube sehen. Wenn überhaupt. Biberbau voraus. Wir müssen an Land. Und schnell rübertragen. Okay. Creepy. Geschafft. Aber weit kann es eigentlich nicht mehr sein. Sollten eigentlich bald da sein. Ich hoffe es zumindest. Oh. Ach du Scheiße. Auf jeden Fall ist da eine Kante, eine Mauer. Und dahinter ist Wasserfall. Ja, hier kommen wir nicht durch. Wir müssen, aber der nächste Wasserfall wird noch schlimmer, ja? Noch schlimmer? Der wird richtig krass. Was meinst du? Erstmal ran.
Hier. Ey, ey, ey! Also, da wäre krass. Ey, ey, wir gehen auf den Wasserfall zu. Nein, nur du. Oh, Scheiße! Halt die Quelle! Ey, das war knapp. Da wär's richtig runtergegangen. Das hätten wir nicht geschafft. Wollen wir mal kurz googeln, ob wir da lang müssen? Wir haben gerade geguckt. Wir sind noch nicht mal bei der Hälfte der Tour. Das Boot muss dauernd nachgepumpt werden, weil es immer platter wird. Ich glaube, wir haben schon einige Löcher reingehauen. Jetzt wird nochmal aufgepumpt und dann geht's weiter. Letzte Instanz. Die Reise geht weiter. Es wird auf jeden Fall langsam dunkel. Also ich glaube, wir kommen im Dunkeln an. Ich glaube auch. Die letzten Stromschnellen machen wir im Dunkeln, Alter. Jo, auf jeden Fall, hier läuft es ein bisschen schneller. Ach so. Der hängt fest. Ja, was willst du machen? Geht nicht. Scheiße. Was machen wir jetzt? Ja, kappen. Haben wir was mit zum Kappen? Nee. Brauchen wir schon Licht? Jetzt. Okay. Oh. Geil. So, ich weiß gar nicht, ob man es auf der Cam gut erkennt, weil es schon so dunkel ist. Hier war jetzt wieder ein Biberdamm, wir mussten das Boot wieder nach da hinten tragen. Jetzt hole ich noch die letzten Sachen. Und dann geht's weiter. Bei dir alles am Start? Ja, schon gut kalt. Ja, ist auch kalt. Und los geht's. Wieder back on the Fluss. Oh. Schon echt hell. Ja, aber jetzt bist du mal richtig geil ausgeleuchtet. Danke. Bei Regen, bei Nacht. Das ist gar nicht cool. Und rückwärts in die kleinen Stromschnellen rein. Für mich. Ja, aber die sind doch entspannt. Ich glaube, auf Cam sieht man gar nichts mehr. Auf jeden Fall fahren wir hier an so einem übelsten Wehr vorbei, was gerade geschlossen ist. Ja. Aber es scheint hier auf jeden Fall ziemlich tief zu sein, glaube ich. Ja, ich dachte auf jeden Fall, die Strecke wäre kürzer. Baum. Oh, ducken. Aua. Oh, ich hab gesagt, ducken. Das ist richtig cool. Warm? Also mir ist auf jeden Fall nicht warm. Es ist so kalt. Okay. Oh.
Nicht aufstehen! Ja, die Nico. Boah, ist das flach. Okay, jetzt kommen die krassen Stromschnellen. Achtung, hier wird's krank. Ey, wenn der jetzt Abgrund kommt. Guck hin! Okay, wenn wir nicht mehr auf dem Grundstück sind, dann okay. Da drüben will ich einfach ran. Okay. Hallo?